Echo 1, Command Check. So, Freunde, hi, ich bin halt nochmal. Wenn ihr mich so oben, weit oben, wenn ihr mich lieber auf dem Boden sehen wollt, dann solltet ihr mir das bitte sagen. Also, erstmal, ich danke euch allen. Wir haben einen mega Job gemacht hier in Berlin heute. Ihr könnt selber für euch mal applaudieren, bitte. Ja? Hallo? Seid ihr so leise zu euch selber? Danke, wohl. So, des Weiteren, ich habe mich gerade eben mit einem sehr freundlichen Polizisten unterhalten und mit einer sehr freundlichen Polizistin. Mir wurde Meldung gemacht, dass die Pegida und die Antifa keinerlei Stress gemacht haben heute. Das haben wir wohl zu verdanken, dass wir hier eine Peace-Demonstration haben, weil wir so einen coolen Spirit ausgesendet haben. Weil wir wollen Frieden jetzt. Ich danke euch, dass ihr euch meine ganzen Geschichten von meinen Auslandseinsätzen und von meiner Dienstzeit angehört habt. Wirklich tiefsten Dank. Ihr seid alle ein Teil. Und ich sage immer noch, free, free Palestine. Und ich sage immer noch, legt endlich diese scheiß Waffen nieder, Kameraden des Heeres, der Luftwaffe und Marinetruppen und so allen anderen Einheiten, Militär allgemein. Und, Major richtig, Deutschland muss übrigens aussteigen aus der NATO. Ja, danke, Hendra ist auch Kamerad gewesen in der 200. Drohnenbatterie war am Start. Wohl, Kamerad, ey, V-Formation mit den Füßen, was hast du gedreht? Oh Mann, na ja gut, wir sind ja hier nicht so streng wie damals auf dem Exportierplatz. Wir haben einen geilen Job gemacht. Boina war da. Boina, die Bandbreite hat gerockt. Morgen kriegt ihr noch ein Special-Event von uns präsentiert. Ich komme ja von Weidersheim, ich bin ja von Stuttgart. Ich wurde schon gefragt gerade eben, ob wir diese ganze Friedensfusion weiter veranstalten werden. Habt ihr eigentlich Lust, dass wir so eine Veranstaltung nochmal machen? Fragezeichen, bitte sagt ja, für ja, sagt nein. Wie bitte? Ja, natürlich. Das war ein Nein. Ja. Nee, noch einmal. Wollt ihr die Friedensfusion in neue haben? Reloaded? Meldung? Ja! Mein Gott, geht doch. Und das ist auch eine wichtige Coaching-Schulung für euch gewesen. Ihr müsst euch klar ausdrücken, wenn ihr was sagt. Es ist mir eins, ist mir sehr wichtig, das sage ich auch auf jeder Veranstaltung. Die Emotionen müssen zurück in die Menschen. Ich habe meinen Fernseher vor vielen Jahren genommen, ich habe geschrieben 9-11 Inside Job und alles Zeug. Das war sehr lustig. Müllmänner haben dumm geschaut, weil viele Leute checken, was hier geht. Ne? Ich habe keine Angst vor irgendwelchen geheimdienstlichen Repressalien, weil die Bundeswehr mich schon ziemlich platt gemacht hat. Ich kriege kein Geld von der Bundeswehr, aber es ist schon in Ordnung. Ich habe auch keinen Bock auf Blutgeld. Ne? Es ist in Ordnung wohl. Und ich denke, Leute, noch einmal für euch einen fetten, fetten Applaus. Truppe, Meldung! Ihr seid so leise. So, ich denke, wir haben alle zu Recht Angst vor einem Weltkrieg. Ne? Des Weiteren will ich sagen, das verdammte Bundesverfassungsgericht, was eine Verfassung verfasst, um uns zu erfassen, hat einen Urteilsspruch gemacht, dass die Bundeswehr in Zukunft im Inland eingesetzt wird. So wahr ich hier stehe, ich werde niemals in meinem ganzen Leben auf deutsche Zivilbevölkerung schießen. Wisst ihr warum? Ich habe ein Eid geschworen, dieses deutsche Volk, was wir hier alle sind, zu schützen. Wohl! Ich werde nicht schießen auf deutsche Bevölkerung. Ne? Den Teufel werde ich tun. Habe ich auch viele Kameraden, die das auch nicht machen werden. Wir danken mal bitte einen fetten Applaus für den Kameraden Marcel, der hier alles ermöglicht hat. Mit Kameraden Carsten, ja, ich war ja auch ein Teil. Bitte! Deckung, Deckung, Kamerad, Granateinschlag, Granateinschlag, Meldung! Auf, ich komme hoch auf die Bühne, Kollege. Hopp, antreten! Auf die Umsetzung. So, das ist Kamerad Marcel, der ein sehr guter Mann und auch ein sehr guter Freund von mir ist. Wir sind Kameraden, aber ihr seid auch alles gute Freunde. Ich will, dass ihr euch vereinigt und ich will, dass die Liebe, die Emotionalitäten zu den Menschen zurückkommen und dass diese scheiß verdammten satanischen Okkulten One-Night-Stands aufhören. Ich will das nicht. Wer von euch will One-Night-Stands haben? Meldung mal an den Finger schrecken. Keiner! Scheiße! Was mache ich denn dann heute noch? Uah, das war ein Witz. Und wer von euch will wahre Liebe auf dieser Welt haben? Meldung! So, und wer macht jetzt einen fetten Applaus für mich und meinen Kameraden Marcel? Meldung! Ja, danke. Ich wollte eigentlich gar nicht viel sagen. Ach Mann, die Lusche! Die Lusche! Die Lusche! Ich bin nicht so der Redner, ich bin eher so ein Aktionskünstler und das ist heute die Aktion, die ich Künstler
Und wir haben noch ein paar Sachen vor jetzt. Wir wollen noch ein bisschen Comedy-Theater machen und noch ein bisschen A Cappella. Also ein bisschen Mucke, richtig geile Friedensmucke. Karaoke. Karaoke können wir auch noch machen.